Hi. Auch erstmal durchatmen. Hoffentlich sage ich auch gleich so schlaue Sachen wie mein Vorredner. Ist auch mein erster Vortrag. Ich hoffe, ich vergeige das jetzt hier nicht komplett. Der Ali Pascha hat ja schon so ein bisschen die Steilvorlage für mich gegeben. Er hat so ein bisschen den Weg skizziert. Wie sind wir zu diesem Team heute hingekommen? Und ich möchte einfach so ein bisschen für euch nochmal so das Jahr zusammenfassen. Es war unheimlich viel, was ihr vielleicht gar nicht so mitbekommen habt, was auch vielleicht hinter den Kulissen abgegangen ist. Und deswegen einfach nochmal so ein bisschen das Jahr einfach nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, als wir so im Dezember 2012 irgendwie den Auftrag bekommen haben, hey, ihr seid jetzt dieses Team, diese 30 Personen, da haben wir uns irgendwie so gefühlt, wir wussten überhaupt nicht, was wir da eigentlich alles machen müssen, dieser große Webmontag und wir treten da in diese riesen Fußstapfen und dann haben wir gedacht, so hoppla, hoffentlich schaffen wir das auch alles und wir waren da super auf Sicherheit und erstmal anschnallen und mal gucken, ob auch alles glatt läuft und so. Und also wie gesagt, wir wussten noch gar nicht, was da uns für eine Achterbahnfahrt irgendwie, was da auf uns zukommt. Aber wir haben gedacht, okay, wir krempeln einfach die Ärmel hoch und wir packen das einfach an. Und wie er es auch schon gesagt hat, der Ali Pascha, es war super viel Arbeit das ganze Jahr lang. Aber was wir festgestellt haben, als Team für den Webmontag zusammenzuarbeiten, das ist eigentlich Future of Work. Es ist raus aus dieser Hierarchie, es ist rein ins Netzwerk, es ist mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man vielleicht vorher nicht kannte. Man ist auf einer Ebene und man stimmt sich über alles ab und man diskutiert und man bringt diese Idee nach vorne. Es waren super, super viele Diskussionen im Hintergrund, viel Arbeit und wir haben da auch, sag ich mal, so die ein oder andere Krise durchlebt, die ein oder andere Belastungsprobe. Aber das sind alles Dinge, wenn wir das am Anfang des Jahres gewusst hätten, dass das alles auf uns zukommt, ich glaube, wir hätten das nicht gemacht. Aber hier zum Beispiel, das war so ein bisschen der Ort, wo eigentlich ganz, ganz viel entstanden ist. Das ist die Zentrale auf der Berger Straße von Jenny und Lukas. Das ist das Hangout. Hier sind die meisten Diskussionen gewesen und ich glaube auch die spannendsten Diskussionen, weil wenn man so ein Webteam sieht, denkt man eigentlich, okay, die machen das alles irgendwie online. Also es war auch am Anfang so. Am Anfang haben wir uns E-Mails geschrieben und wenn man sich so mit 2, 3 Leuten E-Mails schreibt, das ist noch alles ganz okay. Aber wenn dann irgendwie 10 Leute gleichzeitig mitdiskutieren, dann ist es einfach die Hölle. Und dann haben wir gedacht, okay, das muss irgendwie anders sein. Wir brauchen da ganz neue Werkzeuge. Dann sind wir einfach auf Yammer umgestiegen und wir haben gemerkt, das wird gar nicht besser. Und irgendwann ist es so, dass man denkt so, wenn man irgendwie sich als Team organisieren will, dann muss man es eigentlich machen wie so eine Vereinssitzung. Man muss sich treffen wie der Dackelzüchterverein, man muss sich zusammensetzen, man muss irgendwie diskutieren, man muss sich die Köpfe einschlagen und nur dann kann das irgendwie richtig gut funktionieren. Und dadurch ist auch wirklich viel passiert oder was wir auch halt für euch erreicht haben. Ja, 2012 wurde schon viel experimentiert, aber wir haben versucht, das immer noch mal so ein bisschen eine Stufe höher zu kriegen. Ein schönes Experiment war zum Beispiel, und das hat auch extrem gut funktioniert, das war, glaube ich, im Frühjahr, das war bei dem Cloud-Abend, da haben wir zum allerersten Mal so ein Diskussionspanel hier gehabt. Das ist etwas, was extrem viel Vorarbeit hat oder braucht, dass es richtig gut funktioniert. Wir haben probiert, wie können wir andere Sprecher hier drauf bekommen. Wir haben geguckt, was können wir mit den Social-Media-Kanälen machen, wie können wir die Leute vielleicht noch besser einbinden. Eines der neuesten Experimente, die wir aktuell probieren, ist das Teaser-Video. Der ein oder andere hat sich vielleicht schon mal eins angeguckt. Das ist auch so ein bisschen auch für uns so mal so ein neues Werkzeug, um zu gucken, wie können wir vielleicht auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus Leute auch erreichen über so ein Video, die vielleicht gar nicht wissen, was ist der Webmontag eigentlich, die einfach auch mal wissen wollen, was passiert hier eigentlich. Und wir werden auch weiterhin experimentieren, wir werden auch 2014 weiter experimentieren, damit es auch weiterhin für euch spannend bleibt. Wenn man eben so am Machen ist, dann gibt es auch super viele so ganz besondere Momente, wo man einfach sagt, wow, das war jetzt so ein richtiger Webmontag-Moment. Ein Moment, den wir, glaube ich, alle noch irgendwie in Erinnerung haben, war der Girl Power-Abend. Das gab es so noch nie, dass es einen Abend gab, der komplett von weiblichen Sprechern hier oben abgelaufen ist. Eine Ausnahme gab es an dem Abend. Wir hatten den Darren Cooper hier oben,
der das Hacker-Manifesto gelesen hat von Aaron Schwartz, der kurz davor gestorben ist. Das war aber, glaube ich, auch so ein Gänsehaut-Moment. Wir hatten aber auch andere Momente. Das waren zum Beispiel, ja, wenn dann, was haben wir denn hier noch alles gehabt? Ich muss gerade mal kurz überlegen. Also genau, letztens zum Beispiel haben wir, das war im Sommer, ist schon ja alles so, geht alles so schnell vorbei. Wir hatten diesen Code-Abend hier, der, also wo wir einfach am Anfang gedacht haben, das ist so ganz, ganz trocken irgendwie. Und das kommt gar nicht an. Und das war aber für uns ein ganz toller Abend, weil man einfach den Menschen zeigen konnte, wie funktioniert Coden. Und es ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding, wenn hier oben irgendwie so ein paar JavaScript-Zeilen zusammengebastelt werden und auf einmal hebt hier so ein kleiner Hubschrauber oder so ein Quadcopter ab, dreht sich um und fällt wieder runter. Also das ist halt eine super coole Geschichte. Das sind einfach so Momente, wo man sagt, hey, wow, das war jetzt richtig cool. Es gab noch ganz viele andere Momente, die sind mir jetzt aber alle irgendwie entfallen hier, weil ich irgendwie hier sicher schon ein bisschen über die Zeit bin. Bitte auch nicht. Ja, also wie gesagt, also uns hat es total Spaß gemacht, weil das immer super Stress ist, aber es gibt immer solche Sachen, wo man sagt, wow, das war jetzt irgendwie so ein Ding. Also was mir jetzt gerade noch einfällt, ist zum Beispiel, das war auch an dem Code-Abend, war so ein Ausspruch, Craft over Crap, also einfach sich ein bisschen mehr wieder auf die Software-Qualität zu konzentrieren und nicht einfach nur so Müll zusammen zu coden. Oder noch ein Beispiel von dem Abend, es ist einfach super, wenn hier oben eine Person steht, die eigentlich aus der Neurowissenschaft kommt und die dann einfach für sich das Coden entdeckt. Und wenn sie das als Erfahrung mit den anderen Menschen teilt, dann ist es, glaube ich, etwas, was jedem Mut machen kann. Ja, wenn man einfach dann hier so das ganze Jahr lang macht, da passieren auch ganz viele Dinge. Und Quantifier Life ist ja immer so ein super Ding irgendwie. Und ja, also es gibt so ein paar Zahlen, die ich einfach mal rausgesucht habe für euch, was denn alles so gewesen ist. Fangen wir einfach mal so von einer kleinen Zahl an bis zu einer großen Zahl. Wir haben es zum Beispiel, das war auch wieder so ein super Experiment, wir haben es geschafft, innerhalb von 2 Stunden an demselben Abend ein Video, was, ich glaube, das ist so kurz nach 8 gelaufen, oder der Sprecher war hier oben, und 2 Stunden später war das Video dann schon direkt online gepostet und bam, und war verfügbar. Also das war einfach irgendwie mal für uns ganz spannend, war vielleicht für euch jetzt gar nicht so wow, aber für uns war es ganz cool. Die nächste Zahl, 4. Es gab in den etwa 100 Vorträgen, die wir dieses Jahr hier hatten, nur genau 4 Katzenbilder. Und 1 war sogar ein Katzenvideo. Der nächste Punkt, auf den ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, wir haben einfach mal geguckt, was haben wir denn, also wie viele Sprecher haben wir insgesamt gehabt, und wir hatten die Gesamtzahl von 108 Sprechern. Das muss man sich mal vorstellen, und auch an dieser Stelle noch mal vielleicht einen fetten Applaus an all unsere Programmpartner, die die letzten 11 Webmontage gestaltet haben und uns diese tollen Sprecher gebracht haben. Bitte. Weil etwas, an dem wir ständig dran sind und wo wir einfach denken, da geht noch mehr, sind, wir hatten dieses Jahr mit inklusive heute 77 männliche Sprecher, aber wir hatten unglaubliche 31 Damen, die hier oben gestanden sind und tolle Geschichten erzählt haben, tolles Wissen geteilt haben. Und das ist etwas, wo wir denken, da sind wir, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Wir möchten da gerne noch mehr machen, und wir möchten auch einfach allen Mädels noch Mut machen, zu sagen, kommt hier hoch, sprecht, teilt das, was ihr erlebt habt, und macht auch anderen Leuten einfach damit Mut. Ja, wir haben seit Anfang des Jahres haben wir auch hier eine Webseite, und da muss man sagen, ging es die letzten 11 Monate richtig ab. Wir haben unglaubliche 31.766 eindeutige Benutzer, Besucher, sagt jedenfalls Google Analytics, und auch fast 50.000 Seitenaufrufe. Das ist sogar, glaube ich, noch mehr, weil der eine oder andere schaltet ja mal auch seinen Google Analytics ab oder hat so ein Plugin drin, um das so unterstützen oder wegzuschmeißen. Und ich glaube, wir haben so, ich glaube im Oktober mit allem zusammen, also wirklich mit allem irgendwie 700.000 Aufrufe von den ganzen Crawlern und Schnick und Schnack und von dem ganzen Spam, gegen den wir gekämpft haben, und die ganzen Injections, von denen will ich gar nicht sprechen, da sind wir auch im guten 5-stelligen Bereich. Also das heißt, auch hier technisch ist eine ganze Menge im Hintergrund gelaufen, was alles irgendwie abgefackelt werden muss. Ja, was uns aber wichtig ist, dass das, was wir hier tun, dass es irgendwie auch einen Wert hat. Und ich glaube, dass wir wirklich ein paar ganz tolle Werte geschaffen haben. Zum einen ist es so, es haben fast ein 30-köpfiges Team haben das Allerwertvollste hier eingebracht, was es gibt, und zwar ihre persönliche Zeit.
es gibt, glaube ich, nichts, was irgendwie kostbar ist. Das können wir nicht mit Geld bezahlen, was die Menschen, die hier oben stehen, die Vorträge machen, die sich vorbereiten, die hier oben stehen, die die Nachbearbeitung machen, die Vorbereitung machen. Kostet unglaublich viel Zeit, Kraft und Nerven und das bringen die Leute hier ein. Und das ist etwas, was natürlich euch zugutekommt, weil ihr von den Erfahrungen profitieren könnt und so weiter. Was wir auch geschafft haben, ist, dass wir mehr dokumentieren, was wir hier tun. Das heißt, wir haben Videos zu allen Vorträgen. Wir haben einen Stream. Das heißt, für die Menschen, die heute nicht da sein können, die heute krank sind oder die es einfach mal nicht schaffen, hierher zu kommen oder die einfach generell sagen, hey, das will ich mir einfach mal angucken, die können sich diesen Stream anschauen. Und ich denke, damit haben wir einfach ein paar ganz tolle Sachen geschaffen. Aber das Wichtigste, es geht nicht ohne euch. Ihr seid eigentlich das Allerwichtigste, weil natürlich ist es toll, einen Livestream zu haben. Es ist auch toll, Videos zu haben. Aber das hier zu sein und euch was zu erzählen, euch als direkten Feedback-Kanal zu haben, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und wir machen das eigentlich nur für euch. Wir machen das vielleicht auch ein bisschen für uns, weil wir einfach denken, wir möchten euch was mit auf den Weg geben. Aber wir machen das in allererster Linie für euch. Und was wir auch festgestellt haben, wir sind nicht mehr alleine. Ich denke, dass wir in diesem Jahr auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass es nicht nur den Webmontag in Frankfurt gibt, sondern es gibt auch jetzt inzwischen einen kleineren Webmontag in Offenbach und es gibt in Wiesbaden den Donnerstalk. Und ich denke, das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass die Leute hier weiterhin Wissen teilen. Und wie gesagt, wir freuen uns immer wieder, wenn ihr kommt, wenn ihr da seid und wir machen das gerne weiterhin für euch. Und wenn ihr einfach sagt, das ist eine tolle Veranstaltung, dann ist es eigentlich das Allerbeste, ihr sprecht drüber, ihr schreibt drüber, ihr bloggt drüber, ihr erzählt es auch an Kollegen, auch an Freunden und so weiter. Und wenn ihr vielleicht einen Blog habt, eine Webseite und so weiter, dann zeigt es auch vielleicht, dass ihr das cool findet und helft uns dafür, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Unter wm-fraßler-banner findet ihr ein paar kleine Logos, Banner, die könnt ihr bei euch einbinden und könnt einfach solchen Leuten oder euren Freunden auch zeigen, hey, da gibt es eine coole Veranstaltung, schaut euch das mal an, geht da mal hin, da lernt ihr was oder macht mit. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch einfach 2014 wieder bei uns seid. Das war's. Dankeschön.